Stoff, weil im Korb kein Platz mehr innen war. Meine Schwester wollte sie mich schon gar nicht mehr mitgeben, weil allen schon voll wäre. Aber ich dachte, gib mal her, ich kriege ihn schon noch weg, was da. Und was man hat, das hat man. Hat diese tolle Bahnfahrt, die Frau Snyder. Oh Gott, nein! Mann, nehmen Sie sich doch ein klein bisschen in. Ach, schubsen mich ja von einer Ecke in die andere. Wie geht? Nee! Ich glaube, da hat einen ganz coolen Lift. Wie geht? Nee! Ich läuft ja alles von einem kaputt. Ja, oder? Dann hol dir Brot, Pan, mein Glicks, oder? Dann gift das des Scheunströher ja mit Schicken. Oh Gott, so ein dummerhaftigen Snack. Die Scheuneier, man fragt sich, der von wo kriegen hat. Und nun war sein Buch noch kaputt. Geht, ich glaube, das kommt alles durch den Blues durch. Henny, guck doch mal zu, ob die Toilette jetzt frei ist. Oh, Mutter, das lohnt man Sitten. Das träumt von Sülzwetter. Dann nimmst du ein Messer und kratzt das. Ach, dann lässt das schönste Ei. Oh, Mama, guck mal, ein Storch. Oh, nur ist er eben weggeflogen. Na, du? Ich sag das meiner Mutter nach. Na, Gör, was hast du denn? Setz dich doch mal nicht still hin. Mama, diese Gier, ihr spuckt mir immer. So, mein Kind. Nun setz dich mal schön still hier. Muss nicht mehr mit deinen Fingern an deine weiße Schärpe kommen. Schönartig sein, nicht? Klecken, klecken! Kick du, der Wandervögel sind oblos fest. Und sie wollte Brombeeren pflücken. Ali, hallo, ja pflücken. Ach Gott, nee, oh Gott, nein. Was hast du denn, Mutter? Ach, entschuldigen Sie bitte. Mein Herr, haben Sie mich vielleicht im Korb hier gesehen, der eben nicht neben mich gestanden hat? Den Korb hier? Nur der Ehekorb? Ja, gewiss doch, mein Herr. Tja, oder den hätte den Mann mit Hut genommen, der hier im Hutstegen ist. Oh Gott, nein, das ist mein Korb. Schaffner! Schaffner, halten Sie den Kerl fest! Der hat mich mein Korb geklaut. Schaffner! Schaffner! Oh, nun lasse ich natürlich kein Bein sehen, oh Frau Schneider. Man kann sich die Lunge aus dem Hals krönen. Ist das nun nicht zu und zu ärgerlich? Geht der Kerl mit all die schönen Sachen über den Deich? Oh Frau Schneider, was mache ich nun bloß? Und meine Tasche mit das Geld war da auch noch inwendig in. Erst die Eier kaputt gedrückt und die ganze Bluse versaut und du kleinst auch noch das Korb mit das ganze Geld. Sie nahm den Schirm und schiebte los. Ach, was halten Sie doch Ihren Mund und Ihre dumme Singerei. Nein, Frau Schneider, ich fahre nie wieder zu so einem billigen Einkauf. In meinem ganzen Leben tue ich das nicht mehr. Man kann ja zu und zu wütend sich ärgern. Für das halbe Fahrgeld schon hätte ich all zu Hause auf die Nachbarschaft haben können. Nein, diese verfluchte Klauerei. Pause.